Auch dann Meatloaf, der jetzt wieder ein ganz großes Comeback hatte, bin ich stolz darauf, dass ich mit ihm gearbeitet habe. Er sagte damals, ich will nach Deutschland, nach Rossbach zu Frank ins Studio und will den Sound auf meiner Platte haben, den er auch per Far Corporation hat. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Rock'n'Roll Mercenaries ist da entstanden und Meatloaf hat sich offenbar bei dir sau wohl gefühlt. Ja, vor allen Dingen auch die Klöße von meiner Mutter, die haben sehr gut geschmeckt. Hi Frank, Meatloaf here. How are you today? Good. Happy 25th anniversary in the music business, okay? Listen, Frank, it gives me an opportunity to say thank you for helping me on that record in 1986 called Blind Before I Stop. You're one of the greatest producers in the world. Yeah, you are the best.